alle die sieben Zwerge entführt. Im März haben wir uns für das Theaterstück Schneewittchen ohne Zwerge entschieden und haben den Traum verteilt und angefangen zu üben. Mit der Hilfe von Theaterpädagogin Fabienne Pfeiffer und Frau Sager haben wir das Beste aus dem Stück herausgeholt. Und genau das werden wir euch heute präsentieren. Macht euch gefasst auf ein Theaterstück voller Spannung und lasst euch noch verzaubern von dieser neuartigen Version. Wir wünschen euch viel Vergnügen. Wette, ihr kennt mich noch nicht. Ich bin der Manuel. Ich bin der Urenkel von Wilhelmin. Den kennt ihr auch nicht. Der hat zusammen mit seinem Bruder, am Jakob Grimm, die vielen verschiedenen Märchen aufgeschrieben. Das tapfere Schneiderlein, der Froschkönig, ja, die Gebrüder Grimm. Kommen wir machen gleich für Anfang ein Quiz. Ich sage den Anfang von der Märchen und ihr sagt den Schluss. Ist das gut? Ja! Ein mehr Motivation bitte? Ja! Also. Die Bremer Stadt. Musikanten! Also, schon nicht schlecht gewesen. Vielleicht noch mal alle hier denken, das ist nicht so lange. Also, nochmal. Die Bremer Stadt. Musikanten! Klasse. Funktioniert ja super. Jetzt haben wir noch ein Beispiel nehmen. Hans im. Glück! Oh, das kennt aber nicht jeder. Also, schau mal, haben wir ein paar Experten hier. Also, ich erzähle euch hier ein Märchen. Und ich erzähle euch das so lebendig, dass sie meint, das wird wie vor euch auf einer Bühne gespielt. Schneewittchen erzähle ich am liebsten. Sie ist so schön. Und mit jedem Mal erzählen wird sie noch schöner. Ich kann es kaum erwarten. Komm, fangen wir doch gleich an. Es war einmal mitten im Winter. Die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das ein Damen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Ja. Und dann hat sie gedacht, ah, hätte ich doch ein Kind, wie Ebenholz, Schnee und Blut etc. Und ja, das hat sie dann auch bekommen. Schneewittchen. Und dann ist sie endlich gestorben. Und der König heiratet mich, weil ich die Schönste bin. Und er dann auch tot. Und jetzt bin ich also hier. Die böse, eifersüchtige Stiefmutter vom Schneewittchen. Nicht so easy. Vor allem jetzt, wo sich die ersten Fältchen bemerkbar machen. Aber anyway. Spieglein, Spieglein, Andermann. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Oh, geh doch mal auf die Seite. Ich sehe ja gar nichts. Spieglein, Spieglein, Andermann. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Seit Jahren die gleiche Frau. Es wird langsam ein bisschen langweilig. Findet ihr nicht eure böse Stiefmutter? Hey, ich bin böse, okay? Aber Mutter wollte ich nie werden. Schattet an Linie. Gib mir die Antwort, die mir zusteht. Schönes Wetter draussen. Ihr solltet rausgehen. Schöpfer den Tee. Halt dich als Dreibuch, du Schlimm. Eure Lippen sind ein Eyecatcher. Eure Wimpern sind so voller Volumen. Für Blicke, die fesseln. Und für euer Alter ist eure Figur noch ziemlich... Du wagst es! Und für die reifere Haut... Schluss! Bin ich die Schönste im Land oder mein Sexspiegel? Okay, heute dreht sich anders wohl. Schneewittchen ist schön. Exakt 1000 Mal. Jetzt ist es draußen. Ich fühle mich wohl. Und das hast du mir einfach so ins Gesicht. Musik ausgerechnet.
von meinem eigenen Spiegel erfahren, wie ich ausgesehen. Noch schlimmer, sie hat 10-mal so viele Follower auf Facebook, 5-mal so viel auf Twitter. Und von Glanz und Gloria ist sie die coolste Person vom Jahr gewählt habe. Schnell mit, ich habe es gesehen, ich habe das junge Ding. Wie habe ich doch alles unternommen, was ich da gemacht habe. Das sind M-Budget gekriegt, Brühe von Aldi und Heilandsangaben. Und trotzdem. Schönheit kommt aber auch von innen. Ausstrahlung, Charakter. Bleiben wir aber vielleicht. Sie ist schöner. Gleich wird die böse Stiefmutter wütend und verlangt, Schneewittchen muss weg. Schneewittchen muss weg, sie soll sterben. Ja, genau, sterben. So geht doch die Geschichte. Ich bin nämlich die böse Stiefmutter. Jäger, hol alle die Jatzen, so ist schön öffnen. Schneewittchen erschießen wollte, fing es an zu weinen und sprach: Bitte, liebe Jäger, lass mir doch mein Leben. Ich will die Welt bald laufen und nie mehr zurückkommen. Und weil Schneewittchen gar so schön war, hatte der Jäger Mitleid und sprach: Okay, okay, du kannst gehen. Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben, dachte er. Und doch war es ihm, als wäre ein Stein von seinem Bett gewälzt, weil er es nicht töten musste. Oh, in mir ist es so kalt in dem dunklen Wald. Oh, Entschuldigung. Ich mache nicht mit. Aber ich glaube, wir machen doch mit. Ich heiße Schnee. Schnee, Wittig. Ich bin Mann Grimm. Ein cooles Buch, das da hast, steht, da bin ich mein Name drin. Ja, und da steht drin, dass du schön bist. Aber du bist ja noch viel schöner. Du, Simon, habe ich mir das vorgestellt, mit dir zu reden. Bist du vielleicht der Prinz? Leider nicht. Ach, ich komme aus der echten Welt. Ich erzähle dir den Leuten da unten. Aber wir können mit zwei kommen. Ich muss los. Ich sehe dort unten ein paar Lieder. Also, ich sehe auch Lichter. Versteht ihr jetzt, wieso dass ich das Geschichtchen so gerne erzähle? Und sie hat sogar mit mir geredet, leck Bobby. Ich weiß nicht, ob ich nicht stehen soll. Oh mein Gott,
und der Typ in der Bar steht ja mal voll auf dich. Doch, das ist halt die schlimmste Kombination. Dumm und selbstsicher. Das ist einfach mal gar nichts mehr. Ja, was recht hast du? Oh, oh Gott. Wer hat mein iPad gebraucht? Hast du plötzlich Interesse am Schach gefunden? Ein verdammt schlechter Zug! Sicher nicht! Wir sind das selbe gewesen, du zerstörte Professorin. Hast du meine Hair-Conditioner benutzt? Genau. Au! Ja, sorry. Und wer hat von meinem Yogi-Tee getrunken? Nicht im Albtraum. Wer? Das gesagt, freut mich nicht an. Jemand ist hier. Jemand, der gerne Yogi-Tee, SLS ins Haar und sehr schnell Schach spürt. Das passt überhaupt nicht zusammen. Nein, mach nicht zu, bitte mach nicht zu schnell! So, beruhig dich. Das Böse ist spannend. Was ist das? Sicher? Ja, das Böse ist spannend. Ganz sicher. Ich hab fest. Das ist... Lass mich raten, schnell bisschen. Wie ist es mit rausgefunden? Naja, jedenfalls nicht an der Unordnung. Eigentlich hat ja der Mitglied zuerst aufgeräumt, bevor sie sich schlafen gelegt oder sich versteckt hat. Also erstens, ich bin kein Ass, ich bin ein See. Und zweitens, ich bin wirklich ein Schneewittchen. Ja, okay, Name ist ein herzig. Aber auf Englisch tut es voll cool, Snow White. Und du hast halt so eine böse Y-Stiefmutter und so eine Prinzessin ein Gretschchen gemacht. Nicht ganz. Hat mir meine Geschichte nie erzählt. Ich musste Drecksarbeit machen auf dem Schloss, in einem Budgetkleider. Aber ich habe natürlich trotzdem alle getoppt. Auch beauty-mässig. Und wie bist du gekommen? Ja, der Jäger hat mich bald ausgesetzt. Dann habe ich die Lichter von der Stadt gesehen und eure Wohnungsdurchschrift gesehen. Meral! Sorry! Aber dann musst du schon warm hier. Meine Zentralheizung. Hat es auf dem Schloss nicht gegeben. Aber was soll es mir werden? Du kannst wieder zu viele hier bleiben. Vielleicht beruhigt es deine böse Stiefmutter irgendwann wieder. Du kannst auf dem Sofa schlafen. Aber zuerst sollen wir uns noch vorstellen. Ja, gut, ja, so. Komm. Das ist Meral aus Ankara. Zieht immer die hässlichsten Sachen an. Ist trotzdem eine geile Große. Man kann sogar mit ihr rocken. In ihrer Freizeit spürt sie Schach und Wissenschaft ist ihr Fach. Wow, was sie alles weiss. Smart, scharf, schlau und heiß. Die Nobelpreis kennt sie schon fast in der Tasche. Ist aber schon ein kleiner Fresh. Ach was, das ist nur selten gewesen. Sie ist halt ein kleiner Streber. Und das ist geklärt. Professorin, und sie singt gut. Profitänzerin, ein Rhythmus sind gut. Okay, der Vogel noch auf sich warten, aber hey, jeder muss irgendwo starten. Madonna, Lady Gaga, Britney und Jen, sicher die beste Karte. Jetzt und okay. Vielleicht ein Schauspieler noch die Situation. Hey Männer, meldet euch, vielleicht spielen wir als nächstes. Ja, Alibaba oder 40 Räuber. So, wie ist es weitergegangen? Die Jäger war auch froh, dass es Schneewittchen nicht hätte umbringen müssen. Und als gerade ein junger Hirsch dahergesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch musste sie in Salz kochen. Die Königin aber, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber glaubte gegessen zu haben, dachte nichts anderes,
als sie wäre wieder die erste und allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach: Spieglein, Spieglein, an der Wand, ich bin die schönste im ganzen Land. Raus mit dem Messer. Seid ihr nicht? Bin ich doch. Seid ihr nicht? Bin ich doch. Wer soll jetzt noch schöner sein als ich? Oh, Held, bei allem Respekt. Seid, entschärft jede Sexbombe. Du hast ja für uns Spieglein nicht Lust. Spass raus, Spieglein, sonst steigere ich dir mit dem Gato. Keine schlechte Idee. Ich schmeiße dich ein, schnell wirklich. Nein! Schneeflittli, sie lebt von uns, wo steckt die Schlafe? Sprich, Schmied! Aber ich möchte nicht, dass ich... Okay, Freunde, das sind die Schönsten. Aber Schneeflittli hat einen grossen Wald, in der städtischen Agglomeration, mit den zwei Frauen in WG, auf Mattstrasse 7. Das riecht sich ja gar nicht. Egal, bitte! Bist du sie noch schön? Ich habe nichts anderes als meine Schönheit. Nichts! Was mein Selbstwertgefühl ein kleines Punkt hat. Ich locke mich besser aus. Nicht so! Meine Figur! Ja gut, dann hat es keine Gefühl. Aber sonst, nada! Mann und Grimm, was soll ich nur machen? Ich kann nicht mehr. Ich bin völlig fertig. Ich habe ein Burnout. Das böse Stiefmutter-Burnout. Ich kann nicht mehr. Okidoki. Ja. Ich hasse sehr wohl. Die Bösewichtsrollen sind auf Dauer anstrengend und defizitär. Schau mal, da muss etwas passieren. Ich glaube, ich habe etwas für dich, böse Stiefmutter. Here's a little song I wrote. I want to sing it door for door. Don't worry, it's happening. Every night we have some trouble. When you worry, you break it down. Don't worry. Herzlich willkommen in der Therapiegruppe Burnout bei den Bösewichten. Ich bin Ida und werde die Gruppe leiten. Es ist absolut keine Chance, dass ihr hier seid. Ich bin so begeistert! Ihr könnt ganz euch selber sein. Stell uns doch kurz vor und sag mir noch den Schuh drauf. Was du bitte an? Ich habe nicht mal einen richtigen Namen. Ich bin die böse Hexe aus Hänsel und Gretel. Ich habe ein schönes Zuckerbäckerhaus im Wald. Und dann endlich ist der Hänsel fett und lecker. Yummy! Dann brechen die Kinder aus und stossen wieder oben. Das geht nicht. Ich will den Nachteil zu dir. Scheiße, ich kann die Balin. Was sie hat, hast du vielleicht schon einmal daran gedacht, mehr um mitzukommen, vielleicht sogar in die Stadt zu ziehen? Ja, ich würde gerne eine Kinderkrippe eröffnen. Schön, dass du das mit uns geteilt hast. Bitte, willst du weiterfahren? Ich bin der böse Wolf aus der bösen Wolf und die sieben Geißlein. Aber immer wird ich aufs Böse reduziert. Die ganze Sympathie gegen den blöden Geissen. Ich habe ja nur mit meinem Instinkt. Die ganze Welt hat Natur an. Natur, Natur, Natur. Der Wolf schützen. Aber bin ich dem auch da, so jemand kann mir gut das auf und dann weiterfressen. Ja, wenigstens kommst du im Titel vor und dann noch als erstes aus der Wolf und die sieben Geissli. Was nützt? Es gibt ja nicht einmal Disney Streifen davon. Das wäre ich sexy, die blöde Geissli. Der böse Wolf und die Schneekönigin.
Vielleicht ein bisschen kalt, oder? Und vielleicht der böse Wolf und die kleine Mädelfrau? Nein, nicht für das, nein. Frau Wolle, ich werde mir sogar noch lieber, als die böse Geist. Lieber Wolf, glaub mir, darüber zu reden ist schon erleichtert. Zu dir, bitte. Mein Name sage ich nicht. Nein, nein, nein. Ach, ich würde es niemand weiss, wie ich heiße. Alter, Alter, Mr. Money, das unbekannte Böse. Der Biss ohne Namen noch viel böse. Ha! Rumpelstil! Rumpelstil, nein! Rumpelstil, nein! Ja, ich werde dich auch noch leben. Zum Beispiel, die böse, böse Mutter vom Schneewittchen. Und ihre Mutter hat mir gesagt, und jetzt habe ich so eine anstrengende Stieftochter. Sie soll sterben, sterben, sterben. Gay. Und dann trotzdem die Schuld gefühlt. Der Magen! Das Netz, ja genau, das Netz, im Twitter ist der Flitz und das adressiges Netz, der ist fertig mit der Wege-Romantik. Das schmeißt der Lader auf. Ha! Rumpelstil! Rumpelstil! Schneewittchen direkt an. Mann, du bist aus dem Wald? Ja, hallo. Ich kann es fragen. Ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht Lust hättest, ja, mit mir heute oben ins Kino zu kommen. Ja. Was? Wirklich? Ja. Wirklich ja. Ja, wirklich ja. Ja, wirklich ja. Ja, wirklich ja. Sie hat auch gesagt. Ja, wirklich ja. Das geht ja gar nicht. Ich muss drin sein, Alter. Hey, ich bin der Erzähler. Mit grosser Begeisterung nimmst du wirklich die Einladung an. Ich habe dich voll gern. Und ich glaube, es ist sogar Liebe für erste Blick. Aber es geht wirklich nicht. Ich brauche meinen Märchenprinz. Aber lass uns doch den Moment geniessen. Den Moment geniessen geht nicht. Schau mal, wir tippen kommen jetzt gegen den Rand. Das Publikum macht hier. Nur mal ein paar Sekunden. Das ist auf Dauer. Die Geschichte muss weitergehen. Deshalb stürzte sich der Erzähler nicht mutlos vom Bühnenrand, weil er dachte, vielleicht komme ich später noch zum Ziel. Und du, was machst du so? Ja, Steckerputzen, Fensterputzen, Facebook. Moment, habe ich das Déjà vu? Ja, also das sieht aus, als würde ich mich bewerben als Putzfrau. Irgendeine
in der schönen, reichen Fritzbau und Bibliothek. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann heiraten sie noch heute. Märli, sie eben Märli. Pass auf, und weißt du, von wo soll der schöne Prinz herkommen? Ja, deswegen, ich denke das schon. Ich bin schließlich eine Prinzessin. Shit. Jetzt sagt man nicht, wenn eine Prinzessin im Mund ist. Ja, aber deine böse Stiefmutter hat unsere Adresse getwittert. Was? Shit! Da wird ja der Märchenprinz nicht lange auf sich warten. Ja. Willst du nicht noch lieber etwas Schönes, etwas Schönes anlegen, bevor der da kommt? Ja. Spät. Ja, hallo. Ah. Dein Haar ist so heiß wie Schnee. Und deine Lippen so rot wie ein Rosin. Ich habe nichts gefunden, du bist meins. Mit wem haben wir das Missvergnügen? Ich bin Prinz Ditschike. Das bedeutet der gestiefelte Katte. Aber ich habe noch nichts zu erklären. Hey, deine Haut so weiß wie Schnee. Und deine Lippen so rot wie meine Ferrari. Und deine Haare so schwarz wie meine Unschuld. Du bist Schneewittchen. Der Gestiefel Kater ist kein Prinz. Sicher bin ich ein Prinz. Der König höchst selbst hat mich adoptiert. Du kannst dich noch umziehen, bevor wir heiraten werden. Oh, stimmt. Was? Du bist gar nicht aus Grimmsmärten. Ja, du bist 1001 Nacht. Bräder, Ausländer! Ich bin gar nicht mit die Amtsbewilligung. Ich bin in der Schweiz, um ein paar Silvester für sich zu lernen. Prinzessinnen interessieren mich auch, wenn ich mal hier bin. Oh, Physik? Ah, sind die Prinzessin? Nein, ich bin auch Physikerin. Schön mit, ja. Ich habe hier noch ein bisschen Präsent zum Orient mitgebracht. Was ist das? Du weißt wirklich nicht, was das ist? Aber nein, schäm dich. Das ist ein echter antiker Abakus. Das ist die erste Rechenmaschine, die Arabreifungen. Mit dem kann man Grundrechenarten durchführen. Multiplikation, Division, Subtraktion und Addition. Ey, du glaubst nicht, aber das ist so faszinierend. Danke. Begrüßt der echte und einzige Wart, Prinz Charlie. Er ist gekommen, um Schneewittli aus dem weisen Schimmel auf sein Schloss zu holen. Wo sie denn von denen werden leben? Wenn nicht, dann immer öfter. Und nicht wahr, Prinz Charming? Quoi? Ihr müsst wissen, der Prinz Charming ist früher mal ein Frosch gewesen. Und wenn er nervös ist, dann hat er immer noch seine Rückfe. Und ich bin Joystick, seine Zauberfee. Ja, ich bin. Ich denke, können wir hier als Macht das Ende vollständig. Kandidaten komplett! Quoi? Oh.
parat. Okay, dann kann die Schau von mir brauchen. Emotionen. Mega Emotionen. Okay, 3, 2, 1 und go. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur heutigen Traumfahrtshow. Unsere Promi-Gäste muss man uns vorstellen. Unsere Hauptperson ist eine echte Prinzessin. Auch wenn sie böse schöpft, ist sie immer noch der schönste Mann. Schneewittli! Schneewittli, 1000 Typen drehen auf dich. Aber nur ein echter Prinz kann es werden. Wir haben 3 echte Prinzen hier. Mega! Auf, Schneewittchen! Was sind wir auf? Mein Lauf hast du da? In der Flitschenwoche. Zwei Freunde aus dem Morgenland zu uns gekriegt, Prinz Aladdin. Salam Aleikum. Dies kann ich das als einzig Prinz Charming mit seinem Hochleib Joystick. Schneewittchen ist wirklich mega schön. Aus Prinzen. Schneewittchen, deine erste Frage. Ich suche in meinem Prinz gewisse Öffnungen. Hast du vom Kater? Was ist euer gewisse Öffnungen? Ich habe kein gewisses Etwas. Ich persönlich, ich bin das gewisse Etwas. Ich bin es Aladdin. Mein gewisses Etwas, die Prinzessin, ist, mehr zu wissen, von der Weisen zu lernen. Das würde ich gerne mit euch teilen. Was für ein Mann! Ich heiße Charming. Ich bin Charming. Sehr charmant. So, meine zweite Frage. Ich habe noch nicht viel von der Welt außerhalb des Palastes gesehen. Prinz Aladdin, wo wird unsere Hochzeitsreise herlaufen? Mit meinem fliegenden Teppich würden wir in die Bibliothek von Alexandria fliegen, wo wir dann 1001 Nächte lang könnten wissenschaftliche Bücher studieren. Das wäre so cool! Mit meinem Caterpillar würden wir nach Katalanien cruisen, wo wir auf Mäusejagd gehen würden. Dann würdest du sehen, dass nicht alle Katzen in der Nacht so grau sind. Verstehst du, was ich meine, Baby? Was geht denn, Charming? Königliche Forelle mit Kartoffelkuchen. Zum Dessert gibt's Kaiserschnitt. Ups, das wird Antwort auf die dritte Frage sein. Ihr müsst wissen, der Prinz Charming ist seiner Zeit eben voraus. Aber Moritz, ihr dürft mit ihm auf seinem Schimmel über seine Lande reiten. Und dort sind Bauern bei Arbeit verloren. Das sind Vertrag jetzt schon wieder mit uns. Ich esse gerne Prinz. Prinz Aladdin, was würdet ihr mir zum Candlelight-Dinner kochen? Für euch, verehrte Prinzessin, würde ich erst selbst den Kuchenstall meines berühmten Omelette für Preis machen. Bei mir gab es das Omelette für Preis, welches der Küchensklave selbst zubereitet. Und dafür ein paar Froschschenkel und zum Dessert ein Biskas. Ich meine natürlich Biskas. Schnell weg, die Biskas im Zehn. Aber meine Damen, das geht doch nicht! Stiefmutter! 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 Fertig, Stief! Die Verzeihungssendung ist doch erst 6 Minuten! Schneewittchen, es tut mir so leid. Ich habe dich so schlecht behandelt. Ich habe die Drecksarbeit gemacht. Fötenschlupe, habe deinen M-Budget gekriegt. Und habe dich gezwungen, Spanschbob zu schauen. Es tut mir so leid. Stiefmutter! Weißt du, Schneewittchen, ich habe das doch gar nicht wollen. Weißt du, ich bin selber ein Opfer. Ich habe früher nicht einmal ein iPhone gehabt. Es tut mir so leid. Stiefmutter? Ah, sag meine Mutter. Ich will deine Mutter sein. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das, was wir hier erleben dürfen, das sind Emotionen. Oh mein Gott. Schnell genau. Schau, Schneewittchen, ich habe das Apple-Cupcake gemacht. Es verzeiht mir Apple-Cupcake als Zeichen zurückgegeben. Was für ein Zeichen von dir? Schneewittchen, bevor du das Lied von der Prinzessin entscheidest. Ist. Bis. Schreck!
Du kannst alles überleben, außer mir. Ich lasse dich sicher nicht im Stich. Sind wir uns schon mal begegnet? Jeder wird mir eins getroffen. Ihre Aggression, Herrlich. Ihr löst von allem Bösen. Ich bin der grosse Befreier. Ich löse jedes Problem, ein für alle Mal. Ich koste nichts. Ich bin gerecht, mache alles gleich. Alles gleich. Und trotzdem bin ich fast nicht eingeladen. Stattdessen bin ich wieder tot. Und wo wir hier sind, nirgends und überall. Am Eingang, am Ausgang, neben dem Übergang. Tot seid ihr? Also da habe ich schon besser ein Schiss. Müssen wir nicht besser als wir Ruf. Der Apfelkrankheit ist... vergiftet gewesen. Toxische Granny Smith. Er ist kämpfen um dein Leben auf der anderen Seite. Rühren, aber aussichtslos. Komm noch her zu dürfen. Aber ich habe noch so viel Bauen. Ich meine, heiraten, Kinder haben, Königin werden, Sportplätze im Altersheim eröffnen, Autofahren. Leben? Wir werden alle zusammen. Ach, das Leben, es wird überschätzt. Gemäss an der Ewigkeit, zum Beispiel sich keine Rolle um 18 oder 80 ist. Schritte, lass dir auf ihn. Lasst die Ewigkeit noch ein Leben lang warten. Sie wird fast keine Sekunde kürzer. Kämpft um euren Atem. Kein Schmerz, kein Neid. Kommst du nicht mit mir? Nein, komm zurück. Es gibt noch so viel zu lernen, zu teilen und zu sehen. Ein kleiner Schritt wird an, aber kein Tränen fließen. Komm zurück, Schneewittchen. Und ich fahre mit meinem Ferrari. Zum Kätzchen ins Leben. Das kein böse Stiefmutter, kein Leid. Komm schnell, ich will dir Farben zeigen. Wir sind kein lebendiger Jäger gesehen. Musik, die noch nie jemand gehört hat. Komm! Ja. Schneewittli! Manu? Der Arzt schafft es nicht allein. Du musst wollen, du musst kämpfen. Entscheide dich! Ja, aber soll ich mit dem blöden Einzahler auf unsere Ferrari fahren? Okay, Aladdin ist voll okay, aber jeder sieht, dass er besser zum Meral passt als mir. Und mit dem Frosch würde ich mit dort schämen. Zu dort schämen? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber sterben zu lange, komm jetzt. Geduld, Ewigkeit, Geduld. Schneeritli, muss es wirklich ein Prinz sein? Und ich habe coole runde Gäste eingeladen. 5 Jahre ist es her, seit es Mary Bär ist geworden. Sie hat eine Weltkarriere gezündet. 15 Millionen Tonträger hat sie verkauft. Und es ist kein Ende in sich. Heute kommt sie zu mir auf dem Sofa. Und heute hat sie euer 4. Album mit Leder gebracht. Es heisst You Only Live Once. Ein riesen Applaus für Claire! Wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Bis wir da oben und wir reden. Oh mein Gott. Und hast du all die Fans da auf der Straße gesehen? So krass. Ja, unglaublich. Für mich würde die das nie machen. Ja. Kommst du gerade von Japan? Ich bin extra mit dem Auto angekommen. Ich bin auf Tournee. Sag mal, Claire, bist du hier in Nürnberg aufgewachsen? So ganz normal? Ja. Ganz normal zu Biraharen. Aber ich habe mein Leben lang hart gearbeitet. Und jetzt bin ich hier.
super. Für viele Superstars gehört zum Ton, dass sie halt mit der Schuhe abgebrochen haben. Ist das bei dir auch so? Ja, Leute, das sind Legenden, die von den Managern. Das gefällt uns nicht sehr gut. Aber ich kann versichern, jeder, den ich kenne, hat fleissig an seiner Karriere gearbeitet. Es braucht auch im Showbiz ein bisschen Hand. Und ich glaube, das hast du. Aber es braucht noch etwas mehr. Was ist es? Hast du deine Seele an Management verkauft? Grusam, ja. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die fühlen sich unsicher und unsicher. Sie brauchen Vorbilder, die ihnen Kraft und Stärke geben. Sie brauchen Stars, die auch ein bisschen Licht aussehen. Ich verdiene das. Trautrick. Trautrick. Ich baue jedes Mal so viel. Hey Fans, I love you! Was ist deine Message an deine Fans? So, es gibt zwei Sorten von Menschen auf der Welt. Die einen, die schreiben ihr Drehbuch selber, die leben ihre eigene Geschichte. Und die anderen, die immer fremden Drehbuch folgen. Meine Karriere ist meine Botschaft. Schreib dein eigenes Drehbuch, schreib deine eigene Geschichte und lebe dein eigenes Leben. Ja, mach es so wie ich. Aber es können doch nicht alle Stars sein. Ah. Ein Star bist du, wenn du das machst, was du gerne machst. Du musst eigentlich nirgends wenden. Okay, das ist fantastisch. Gleich wird Claire jetzt neue Mega-Hit vorstellen. Das ist der Titelsong zum Film. Von zwei ganz speziellen Menschen. Und sie kommen jetzt zu mir auf dem Sofa. Ein Riesenapplaus für Snowy und Manu Grimm. Und willkommen auf meinem Sofa. Danke für die Einladung. Gern schön. 5 Jahre ist es her, seit du vor Maliwag in die Realität gewechselt hast und deinen Namen ins Neue umgeändert hast. Wie fühlt sich das hier bei uns an? Ja, weisst du, Maliwag war für mich leider nicht so Maliwag. Als Schneewittli musste ich eine Drecksarbeit machen und habe mich mit Rechtsdruck anlegen können. Aber das meine ich hier... ist für uns nicht verrückt. Genau, aus dem Geschichten erzählen von Manu Grimm ist er jetzt schon geworden. Und die sitzt hier auf meinem Sofa, wo es schon von euch bald den Film wird geben. Genau. In der Flitterwoche nach unserer Hochzeit habe ich gedacht, ja weißt du, Sophia, es noch jetzt so ein unglaubliches Leben in uns. Es hat so viel Potenzial. Wir haben einen Film für den Boden drehen. Und er hat mega Zeug zum mega Blockbuster zu werden. Und er heisst? Schneewittchen ohne Zwerge. Ein gutes Gefühl. Ja, ja. Oh, ich meine, es ist schliesslich ein neues Leben, das wir erzählen. Und das wollen wir mit der Welt reden. Ja, das ist viel gesehen. Er ist so spannend. Ja, und ich glaube, Sophia, man kann sogar etwas davon lernen. Nimm dein Leben in die eigene Hand. Triff die richtigen Entscheidungen und bleib dran. Das kommt uns sehr bekannt vor, von Claire. Sie hat nicht nur den Soundtrack zum Film geschrieben, sie kommt auch sich selbst hier im Film vor. Genau. Hast du nicht eine böse Stiefmutter? Und jeder ist geheiratet. Sie hat einen Typ gekommen, der unbedingt ein Tochterin werden kann. Ja, gut. Und die erste Woche gemerkt, dass sie eine Allergie hat, eine Haarallergie hat. Dann müssen sie es doch gut sagen. Miau! Das ist toll, wenn das nicht toll ist. Okay, können wir doch lieber an Claire's neue Mega-Hit an. Ab morgen, der Film im Kino und der Song auf der Bühne. Viel Spaß! I got this feeling inside my bones. It comes to let you feel you when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we're in the zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. Got that hot blood in my body. When it drops, I can't take my eyes off it. Feeling so free in my feet. I don't like the way we rock it. Feeling sad. I'm getting light, and everything knows. I'm getting low.
Ihr seht, ihr seid ein super Publikum und wir wünschen euch noch einen schönen Tag.